Zu den AKG-CAD-Tools gehört neben der Funktion LayerView, Böschung schraffen, Aufräumen auch die Funktion CTGML-Import. Oben kann ich direkt eine Datei auswählen. Ich habe hier eine berühmte Adresse, und zwar in Berlin, der Pariser Platz. Am Pariser Platz stehen neben dem Brandenburger Tor unter anderem auch die britische Botschaft. Ich kann hier eine Selektion durchführen. Ich möchte allerdings alle Objekte importieren. Außerdem kann ich mir auch die Details anzeigen lassen. Zu den Details gehört neben der genauen Adresse Wilhelmstraße 70 auch unter anderem die Oberfläche, die einzelnen Wände mit ihren Koordinaten. Oben in den AutoCAD-Optionen steht der Haken schon gesetzt bei Gebäude als Blöcke mit Attributen importieren, und ich starte jetzt den Import. Nach dem Import befinden sich alle Objekte in der Zeichnung. Und zwar wurden die Objekte als Blockreferenzen importiert. Ich finde hier zum Beispiel wiederum meine britische Botschaft mit ihrer Adresse. So, dann möchte ich das alles jetzt auch noch in 3D betrachten. Ich markiere alle Objekte und starte den Objektviewer.